Seit Anbeginn der Story haben wir Orte gesehen oder Dinge erfahren, die uns fragen lassen, was ist eigentlich los mit der Welt von One Piece? Beispielsweise die Insel Enies Lobby mit einem riesigen Loch unter ihr, von dem wir nicht wissen, was dieses Loch zu bedeuten hat. Auf dieser Insel scheint immer die Sonne. Was hat es zum Beispiel noch mit der Red Line auf sich? Oder wo befindet sich die letzte Insel, auf der das One Piece drauf liegt, und zwar Lord Tale? Ich kann euch garantieren, die Antwort auf diese Frage wird euch alle schockieren und es würde perfekt zu One Piece passen. In diesem Video bekommt ihr die, wie ich finde, beste One Piece Theorie, die alles miteinander verknüpfen würde. Also Leute, seid gespannt, es wird wirklich geisteskrank. Shusui One Piece. Alles rund um One Piece Theorien. Weeha! Womit können Im-sama und die Gosei schlussendlich besiegt werden? Ganz genau mit CyberGhost. CyberGhost ist der meiner Meinung nach beste VPN-Anbieter auf dem Markt und kümmert sich um eure Sicherheit im Netz. Dabei kann CyberGhost auch eure IP-Adresse verbergen und euch einfach ein anderes Land auswählen, von dem dann die Internetseite denkt, dass ihr von daher kommt. Somit könnt ihr euch zum Beispiel auf Online-Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney Plus Inhalte anschauen, die man sich normalerweise nicht in Deutschland anschauen kann. Das gleiche gilt natürlich auch für alle Animes, die man nicht in Deutschland regulär schauen kann. Mein Tipp an euch wäre dabei, mit einer VPN aus einem anderen Land, beispielsweise Hotels, zu buchen. Damit spart ihr enorm viel Geld. Oder zum Beispiel jegliche Premium-Abos, die wir alle abgeschlossen haben. Zum Beispiel YouTube-Premium kostet hier 17 Euro. Wenn ihr allerdings die VPN aus Pakistan nehmt, dann bezahlt ihr nur 1,50 Euro im Monat. Oder zum Beispiel für Spotify-Premium zahlen wir in Deutschland regulär 10 Euro monatlich. Wenn ihr das Spotify-Premium-Abo aber mit einer argentinischen VPN abschließt, zahlt ihr nur 70 Cent im Monat, was einen Rabatt von 93% bedeutet. Und was für euch auch relevant sein könnte, wäre, dass ihr euch durch eine VPN aus einem anderen Land jegliche Fernsehsender dieses Landes komplett kostenfrei anschauen könnt, was gerade für die Europameisterschaft im nächsten Sommer relevant wird, wenn einige Spiele im deutschen Free-TV nicht zu sehen sind. Ihr habt also die Möglichkeit, aus über 9000 Servern aus 91 Ländern im Internet zu surfen und dabei speichert CyberGhost selber keine Daten von euch. Also Leute, werdet selbst einer von über 38 Millionen Nutzern, das Ganze ist komplett risikofrei, denn es gibt eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und ein 24 Stunden Kundensupport. Also klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung für 83% auf euer CyberGhost-Abo, für das ihr nur 2,03 Euro im Monat zahlt. Plus dazu kriegt ihr noch 4 Monate gratis obendrauf. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Die Antwort auf die Frage, an die ich persönlich auch glaube, was das Geheimnis der One Piece Welt ist, die erkläre ich euch hier in diesem Video. Dabei bitte ich euch, dem Ganzen etwas zuzuhören, denn direkt zu Beginn kommt eine Sache, die nicht wirklich greifbar ist, auf der aber diese Theorie grundlegend aufbaut. Und für diese Theorie gibt es wirklich unfassbar viele Hinweise, dass sie auch wahr ist. Deswegen, auch wenn es etwas komisch startet, gebt dem Ganzen eine Chance, ihr werdet zum Ende hin verblüfft sein, was da alles rauskommen wird. Was dafür spricht, dass die One Piece Welt wirklich, und jetzt passt auf, eigentlich im Inneren der Erdkugel sich befindet. Damit wäre die One Piece Welt eine Inspiration an dem Buch The Hollow Earth. Woran kann man das beispielsweise erkennen? Zum Beispiel an der Stadt Shambhala in The Hollow Earth. Das Ganze ist sehr ähnlich wie auch zu Shandora. Und auf Japanisch, wo man ja Kanji-Zeichen zum Schreiben verwendet, unterscheiden sich Shambhala und Shandora nur mit einem einzigen Kanji-Zeichen, was dafür sprechen könnte, dass hier eine grundlegende Inspiration besteht. So, und jetzt komme ich auch direkt mit der Kernaussage von der Theorie, auf der alles andere aufbaut. Danach kommen nur die Hinweise und Beweise für diese Theorie. Und zwar denke ich, dass der ursprüngliche, der erste, der richtige Sonnengott Nika, also noch nicht mal Joyboy, sondern Nika vor Joyboy, dass er im Inneren der Erde eine künstliche Sonne erschaffen hat und somit wurde auch der Erschaffer der Sonne zum Sonnengott. Was ja auch den Namen Sonnengott Nika perfekt erklären würde. Natürlich, man kann sagen, die Sonne geht auf, er bringt die Dorn, deswegen Sonnengott. Aber die Erschaffung der Sonne wäre eine greifbare und perfekt für jeden verständliche Art und Weise, wie man erklären könnte, weswegen man Nika auch den Sonnengott nennt. Doch was spricht dafür, dass man eine künstliche Sonne erschaffen kann? Was ja auch bedeuten würde, dass die Sonne, die wir bis jetzt immer in One Piece gesehen haben, eigentlich keine wirkliche Sonne ist, sondern eine Sonne ist, die vom Sonnengott Nika erschaffen wurde. Und zwar erstmal, wir befinden uns hier gerade auf Egghead, auf der Insel der Zukunft. Und was wurde auf Egghead gesagt von Lilith? Lilith meinte relativ zu Beginn des Arcs, dass sie, wenn sie eine unendliche Flamme hätte, eine Sonne erschaffen könnte. Und auf Egghead, wissen wir ja, sind viele Anlehnungen bzw. einige Sachen, die an dem verlorenen Jahrhundert erinnern bzw. damit verbunden sind,
wie zum Beispiel mit dem antiken Roboter oder auch mit dem Wissen von Vegapunk. Deswegen kann man ja eigentlich auch sagen, dass Egghead die Insel der Vergangenheit ist, und zwar passend zum verlorenen Königreich und zum verlorenen Jahrhundert. Dementsprechend so eine Aussage von Lilith bezüglich der Erschaffung einer künstlichen Sonne, die sollten wir uns merken. Denn gerade für das antike Königreich mit ihrer unfassbar fortgeschrittenen Technologie sollte das Ganze möglich gewesen sein, gerade beispielsweise auch mit der Hilfe der Lunarier, die ja unfassbare Kräfte besitzen. Deswegen wäre das auf jeden Fall, wie ich denke, möglich. Dementsprechend hätte der erste Sonnengott Nika eine Sonne erschaffen, unter der jeder frei leben kann. Das wäre meine Grundannahme für diese Theorie. Sollte sich die One Piece Welt, so wie wir sie bis hierhin kennen, wirklich im Inneren des Planeten befinden, gäbe es ja auch etwas außerhalb des Planeten. Und dementsprechend gäbe es so gesehen zwei Seiten. Eine innere Seite, die wir kennen, und eine äußere Seite, die wir noch nicht kennen. Dementsprechend, wenn wir mal darüber nachdenken, wenn es wirklich zwei Seiten desselben Ortes gibt auf der One Piece Welt, beziehungsweise auf dem Planeten der One Piece Welt, dann würde es auch perfekt erklären, wieso Rafte nie gefunden werden konnte, außer von Roger, beziehungsweise wieso es auch nie wirklich richtig zufriedenstellende Theorien dazu gibt, wo Rafte sich befinden könnte. Die besten Theorien dazu, wo sich Lothtail wirklich befinden könnte, die sind zum Beispiel, dass sich Lothtail unter dem Wasser befindet oder über den Wolken, oder zum Beispiel im Inneren von Longwing Longland, von dieser Gebirgskette. Das sind natürlich auch Theorien, die Sinn ergeben, allerdings fehlt, wie ich finde, etwas der Flair von Lothtail, wenn man einfach nur unter Wasser reisen muss, beziehungsweise wenn man einfach nur wieder in den Himmel geschossen werden muss, wie nach Skypiea. Es fehlt irgendwie dieses besondere Gefühl, wenn man eben die letzte Insel erreicht, die Insel, die die Story von One Piece wirklich beenden wird. Also wir wissen, dass es eine Koordinate gibt, die den Standort von Rafte wirklich anzeigt, doch wie kann es dann sein, dass außer Roger und vielleicht auch Joy Boy niemand bisher auf der Insel war? Die Antwort darauf, die klären wir durch diese Theorie. Und grundlegend für diese Theorie ist auch die Karte von The Hollow Earth. Dort sehen wir, dass es zwei Eingänge gibt in das Innere der Erde, und zwar einmal am Nordpol und einmal am Südpol. Das heißt, das Innere ist mit dem Äußeren verbunden durch zwei Eingänge, die wir auf der Karte sehen können. Und dort können wir sehen, dass der Nordpol zwar frei ist, im Gegensatz dazu ist der Eingang am Südpol zugefroren. Und welche Orte der One Piece Welt könnten das sein? Wir müssten uns vor Augen führen, dass es an diesen Orten anscheinend riesige Löcher geben muss, beziehungsweise ein großes Loch, wo man nicht weiß, wo man am Ende hinkommen wird. Und dabei ist eins von diesen Löchern auch komplett zugefroren, wenn man eben nach der Karte von The Hollow Earth geht. Das heißt, wir müssten entweder einen Ort finden der One Piece Welt, der komplett zugefroren ist, also riesengroß sein müsste und dabei komplett aus Eis besteht, und einen anderen Ort aus der One Piece Welt, der ein riesiges Loch besitzt, von dem wir nicht wissen, wieso es existiert und wo man rauskommen würde, wenn man durch dieses Loch durchspringen würde. Und zumindest eine Möglichkeit, die sollte den meisten schon aufgefallen sein, und zwar natürlich die Gerichtsinsel von der Weltregierung, die schon nicht mehr existiert wegen dem Buster Call, und zwar Enies Lobby. Enies Lobby ist bzw. war eine Insel, auf der es immer Tag war, es war dort immer hell, und unter Enies Lobby befand sich komischerweise ein großes Loch. Wir wissen weder, warum es dort immer hell ist, noch wissen wir, warum dieses Loch existiert. Und die Antwort darauf, die würde beide Dinge miteinander verbinden. Und an einem anderen Ort der Welt, der sich sehr wahrscheinlich auf der anderen Seite des Inneren der One Piece Welt befinden sollte, dort wird sich sehr wahrscheinlich der andere Ein- bzw. Ausgang befinden, in Richtung des Äußeren der One Piece Welt. Und wie gesagt, es müsste ein sehr zugefrorener Ort sein. Und dabei haben wir auch durch Don Chin Zhao einmal von einem Ort erfahren, der es sehr gut sein könnte, und zwar der riesige Eiskontinent der One Piece Welt. Dieser existiert und dieser würde perfekt dazu passen, dass er genauso wie der Südpol von The Hollow Earth ein riesiges Loch unter seinem Eis verbirgt. Denn dafür, dass es ja ein riesiger und bekannter Eiskontinent ist, haben wir bisher in der One Piece Story keine wirkliche Relevanz für ihn gehabt. Es war eben nur Don Chin Zhao, der dort seinen Schatz versteckt hat. Aber eine wirkliche Relevanz dafür haben wir bisher noch nicht bekommen. Und das sollte eigentlich schon passieren bei einem Eiskontinenten, der eben so benannt wurde. Wenn man einen Schritt weiter geht, könnte man auch davon ausgehen, dass der Eiskontinent eigentlich die Insel Roadstar war, also die letzte Insel von der Grand Line, die man wirklich erreichen kann. Denn man erwartet ja eben, dass die Insel Roadstar eine sehr zugefrorene Insel ist, eine antarktisartige Insel. Dementsprechend wäre es auch passend, wenn Roadstar eigentlich der Eiskontinent ist, beziehungsweise wenn sich der Eiskontinent um Roadstar herum befindet oder irgendwie in so einer Art und Weise, dass der Eiskontinent mit Roadstar direkt verbunden ist. Und somit könnte eben auch neben dem Loch von Enies Lobby sich das andere Loch der One Piece Welt bei Roadstar befinden. Das heißt, wenn wir den Eiskontinent, also wahrscheinlich auch Roadstar und Enies Lobby mit The Hollow Earth verbinden würden,
würde es bedeuten, dass sich Enies Lobby am Nordpol befindet und Roadstar bzw. der Eiskontinent, der würde sich am Südpol befinden. Was ja auch wiederum perfekt dazu passen würde, worum sich Shanks und Buggy damals schon zu Beginn von One Piece gestritten haben. Es wäre doch perfekt passend, wenn Oda schon in den ersten Kapiteln bei einem Streit von Shanks und Buggy, zwei unfassbar wichtigen Charakteren, eigentlich die Antwort auf die One Piece Welt mit sich bringt, in gewisser Art und Weise. Und zwar bei einem Streit, was eben kälter ist, der Nordpol oder der Südpol. Und wenn wir eben wissen, dass der Südpol zugefroren ist, dementsprechend auch eben Roadstar bzw. der Eiskontinent sein müsste, müsste Enies Lobby der Nordpol sein, was eben bedeuten würde, dass der Südpol auch kälter ist. Somit hätte auch Shanks recht gehabt. Und dabei wissen wir sogar auch schon von Oda selber, dass Shanks recht hatte, dass Shanks diese Konversation an sich gewonnen hätte, weil auch der Südpol wirklich kälter ist als der Nordpol, was ja auch wiederum perfekt dazu passen würde. Doch wenn das so ist, wieso ist dann die Enies Lobby-Seite, also der Nordpol, normal warm, während der Eiskontinent Roadster Island komplett zugefroren ist? Das klären wir jetzt gleich. Erstmal müssen wir klären, was spricht für eine Erde innerhalb der Erde. Also was spricht dafür, dass wir uns die gesamte Story bis jetzt im Inneren des Planeten befunden haben? Die letzte Insel Roadster Island spielt natürlich für diese Theorie eine große Rolle. Und sie ist die letzte Insel vor dem Reverse Mountain, weil sie auch die letzte Insel innerhalb der neuen Welt ist. Roadstar ist dabei gewissermaßen das Gegenteil vom Reverse Mountain, weil bei Roadstar eben es runtergeht durch ein Loch, beim Reverse Mountain geht es hoch durch den Berg. Jedenfalls, was ist passiert, als die Strohhüte auf dem Reverse Mountain waren, beziehungsweise was ist im Reverse Mountain Arc passiert? Und zwar haben die Strohhüte dort einen Mann getroffen, der selber schon alles wusste, und zwar Krokus, den ehemaligen Arzt von den Roger Piraten. So, und wo haben sie Krokus kennengelernt? Das Ganze an einem ganz speziellen Ort, und zwar im Inneren eines Wals, und zwar im Inneren von Laboom. Und wie sah das Innere von Laboom aus? Krokus hat das Ganze so gezeichnet, dass man nicht denken würde, dass man sich im Inneren eines Wals befindet. Dass man also glaubt, dass man draußen ist. Was also auch bedeuten könnte, dass ausgerechnet einer dieser Männer, der alles weiß über die verlorene Geschichte, an sich genau das repliziert hat, und zwar im Inneren von Laboom, was ja auch der erste Schritt von den Strohpiraten auf der Grand Line war. Oder zum Beispiel ein anderes Mitglied von Rogers Piratenbande, und zwar Goldie Roger selber, der Kapitän der Piratenbande. Als er hingerichtet wurde, nannte er seine legendären Worte: "Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt." Und genau in diesen Worten, wenn man das Ganze sich auf Japanisch anschaut, dann fällt dort das Wort Soko. Und Soko kann entweder there bedeuten, also dort, aber eben auch underneath bzw. below, was so viel heißt wie unten bzw. unterhalb, weswegen man davon ausgehen könnte, dass Roger auch gesagt haben könnte, dass sich das One Piece irgendwo unten befindet. Also möglicherweise unter unseren Füßen auf der anderen Seite der Welt. Oder wenn wir uns die bekannten Worte von Roger und Whitebeard nochmal anschauen, turn the world upside down, also die Welt auf den Kopf stellen, könnte damit wortwörtlich gemeint worden sein, dass man die Welt auf den Kopf stellt, dass man vielleicht die andere Seite der Welt sich anschaut. Auch das würde für eine zweite Welt auf der äußeren Seite der Erde sprechen. Und ein Moment, an dem dieses Zitat "Turn the world upside down" wirklich relevant werden würde, wäre zu dem Zeitpunkt, an dem man durch das Loch von Enies Lobby auf die äußere Seite der Erde reist. Denn wenn man sich die Karte von The Hollow Earth anschaut, dann sieht man dort, dass sich zwischen der äußeren und der inneren Seite der Erde eine gewisse Schicht befindet. Und in dieser Schicht befindet sich auch die Erdanziehung. Das heißt, dass sowohl die äußere Seite nach unten gedrückt wird, als auch die innere Seite wird durch die Erdanziehung in der Erdkruste nach unten gedrückt. Also eine normale Erdanziehung für alle. Was wiederum dann eben auch bedeutet, dass wenn man durch das Loch von Enies Lobby beispielsweise reist, um auf die andere Seite zu kommen, dann passiert man an einem bestimmten Ort den Punkt Center of Gravity, so wie er genannt wird in The Hollow Earth, was bedeuten würde, wenn man sich das Ganze mal vorstellt mit den Strohpiraten oder mit den Roger-Piraten. Sie reisen durch ein Loch auf die andere Seite, fallen dabei sehr, sehr schnell natürlich, und genau in der Mitte zwischen Eingang und Ausgang befindet sich der Center of Gravity, was ja eben auch bedeutet, dass wenn beispielsweise die Strohpiraten durch dieses Loch reisen, sich die Welt wortwörtlich auf den Kopf stellt. Und zwar dadurch, dass die Gravitation ihre Richtung ändert. Für einen Moment stellt sich also die Welt auf den Kopf, bis man realisiert, dass die Gravitation immer noch auf den Boden beschränkt ist. Wenn man das Konzept dahinter versteht, dann kann man sich auch ganz einfach erklären, wie Orte wie Wano Kuni oder der Reverse Mountain entstehen konnten, denn an diesen Orten befindet sich ja sozusagen ein umgedrehter Wasserfall, das Wasser fließt nach oben.
Doch wie kann das sein? Ganz einfach, diese Orte sind ja sehr hoch gelegen. Das heißt, auch Erdkruste ist an diesen Orten wirklich weit nach oben gebogen, weswegen auch das Wasser in Richtung Erdkruste nach oben weiterfließt, denn die Erdkruste stellt die Gravitation an sich dar. Eine weitere Frage, die wir uns stellen können, ist auch, wo sich die Sterne der One Piece Welt befinden. Wenn wir einen Blick auf den Mond bekommen, also nachts in der One Piece Welt, dann sehen wir nie die Sterne. Komischerweise. Und was könnte die Antwort darauf sein? Natürlich, die Sterne befinden sich nicht im Inneren der Erde, sondern außen. Dafür könnte auch der Name an sich von Roadster Island sprechen, denn die drei Kanji-Zeichen von Roadster Island haben auch eine weitere Bedeutung, und zwar Wasser, Ziel und Sterne. Könnte das bedeuten, dass bei Roadster Island, wo sich ja eigentlich eines der beiden Löcher befinden sollte, was aber zugefroren ist, dafür aber auf jeden Fall bei Enies Lobby, wo es nicht zugefroren ist, das Ziel des Wassers der Ort ist, an dem sich auch wirklich die Sterne befinden, also auf der anderen Seite. Und selbst Doflamingo, der ja so gut wie alles über die Welt und die Weltregierung weiß, er meinte, dass wenn der Schatz von Mary Joa bekannt gemacht werden würde, dann würde die Welt komplett in Aufruhr versetzt werden. Die bekannteste Theorie dabei ist, dass der große Strohhut der Schatz von Mary Joa ist. Das Ganze ist aber schwer vorstellbar, denn Doflamingo hat nicht ein einziges Mal auf den Strohhut von Ruffy an sich reagiert. Er hätte es aber natürlich getan, wenn Doflamingo den Schatz von Mary Joa kennt, und das tut er ja auch. Und dass er dann kein einziges Mal bei dem Strohhut von Ruffy reagiert, ist dann auch sehr schwer vorstellbar. Gerade bei Doflamingo, der sogar weiß, dass Im-Sama existiert, ist das Ganze, wie ich denke, etwas tiefgründiger. Und zwar, was tat Doflamingo am Ende des Dressrosa Arcs, was so ziemlich seine größte Attacke war? Es war der Birdcage. Und könnte das dafür ein Hinweis sein, beziehungsweise eine Verbildlichung dafür sein, dass sich die One Piece Welt eigentlich nur im Inneren eines Birdcages beziehungsweise eines Käfigs befindet? Das würde ja auch bedeuten, dass der Schatz von Mary Joa eigentlich mit der äußeren Seite verbunden wäre von der Erde, was somit ja auch Doflamingos Aussage mit der Aufruhr erklären würde, wenn der Schatz von Mary Joa bekannt gemacht werden würde. Eine große Frage, die noch geklärt werden müsste, wäre natürlich, wie es Tag und Nacht geben kann, wenn sich doch die Sonne und der Mond anscheinend im Inneren der Erde befinden. Wie genau der Wechsel von Mond und Sonne in diesem Fall erklärt werden würde, das kann ich euch nicht sagen. Jedoch habe ich mich mit den Tagesverhältnissen auf der Welt von One Piece auseinandergesetzt und dort ist mir aufgefallen, dass es anscheinend auch nur eine einzige Zeitzone gibt. Das heißt, wenn wir beispielsweise einen Rundumblick um die Welt bekommen, an Orten, die, wenn die Welt von One Piece auf der äußeren Seite der Kugel wäre, an verschiedensten Orten wären, dann müsste es dort eigentlich auch komplett andere Tageszeiten geben. Das ist allerdings nicht der Fall, denn immer ist es entweder gleich hell oder gleich dunkel. Was bedeutet, dass die One Piece Welt an sich gar nicht im Äußeren der Erde sein kann, sondern sich wirklich im Inneren der Erdkugel befinden muss. Was somit auch erklären würde, dass wenn die Sonne im Inneren der Erdkugel oben steht, dann scheint sie auch für alle, und wenn sie unten ist und der Mond scheint, dann ist auch für alle Nacht. Das heißt, alle haben die gleichen Tageszeiten, für alle ist es gleich tagsüber oder nachts. Und somit wechseln sich Tag und Nacht in der Welt von One Piece aus, genauso wie es auch auf Su der Fall war. Dort haben sich Inu als der Wächter des Tages und Neko als der Wächter der Nacht abgewechselt. Und das passt ja auch perfekt zu Imu, denjenigen, der die Nacht darstellt, und Nika, denjenigen, der den Tag darstellt. Das heißt aber, im Grunde genommen geht die Sonne für jeden, den wir aus der One Piece Welt kennen, gleichzeitig auf und auch wieder gleichzeitig unter. Doch wenn wir hier schon die ganze Zeit über den Planeten reden, was fehlt natürlich? Ganz klar, die Planeten, die wir gesehen haben in der Bibliothek von Ohara. Dort konnten wir sehen, dass ein Planet in der Mitte, der sehr wahrscheinlich die Erde darstellen soll, von 7 weiteren Planeten umkreist wurde. Man kann dabei aufgrund des Zeichens, das wir ganz oft in One Piece sehen, mit dem großen Kreis in der Mitte und mit den 8 kleinen Kreisen drumherum, dass es sich eigentlich um 8 kleine Planeten handelt, die sich um die Erde drehen. Dabei sieht man aber den letzten nicht aufgrund der Perspektive. Das würde zumindest perfekt zu diesem Zeichen passen. Da dieses Zeichen sehr wahrscheinlich vom verlorenen Königreich abstammt, kann man davon ausgehen, dass man mit diesem Zeichen vielleicht darstellen wollte, wie die Welt wirklich aussieht im Äußeren, dass es noch weitere Planeten gibt, die sich um die Erde drehen. Denn die Leute in der One Piece Welt, die können es sich gar nicht vorstellen, weil sie eben nur die Sonne kennen und den Mond. Das würde eben auch erklären, wieso die Forscher von Ohara diesen Globus da hatten, weil sie schon wussten, dass sie nur im Inneren der Erde leben und die Wahrheit, die ist das, was sie erforscht haben, wodurch auch der Globus in der Bibliothek eine viel größere Relevanz bekommt. Doch wenn wir mal genauer drauf schauen, genauer auf diesen Hauptplaneten, der sehr wahrscheinlich eben die Erde darstellen soll, dann fällt einem auf, das Ganze passt gar nicht zur Erde. Wir wissen von der uns bekannten Welt von One Piece, dass sie von einer großen Red Line umschlungen wird. Und rundherum ist größtenteils Meer, denn die Welt von One Piece besteht fast nur aus Wasser, es gibt einzelne Inseln, die aber weit voneinander entfernt sind
Und jedenfalls ist die Welt von One Piece, sagen wir mal zu 90%, sehr wahrscheinlich von Wasser bedeckt. Wenn wir uns den Planeten anschauen, der die Erde darstellen soll bei dem Globus von Ohara, dann sehen wir dort, das passt überhaupt nicht, denn auf diesem Globus ist viel zu viel Land zu sehen, als dass das zu der uns bekannten Welt von One Piece passen würde. Und wie schon vorhin erwähnt, die Planeten haben wir auch noch nie gesehen in echt, außer bei diesem Globus von Ohara. Es würde also viel mehr Sinn ergeben, wenn dieses Planetenschaubild von Ohara eigentlich die äußere Erde mit den drumherum kreisenden Planeten darstellen würde und nicht die Erde, die wir kennen von One Piece. Da es dabei aber auch sehr wahrscheinlich 8 Planeten geben wird, die sich um die Erde kreisen, kann man davon ausgehen, dass die 5 Gorosei, die ja die Planeten haben, besitzen und die 3 antiken Waffen jeweils von diesen Planeten stammen. Denn von Merkur über Jupiter bis hin über Pluto gibt es jeden einzelnen der Planeten des Sonnensystems in der Welt von One Piece dargestellt. Da sich aber in diesem Universum alles um die Erde dreht, können wir natürlich sehr stark davon ausgehen, dass die Erde eine unfassbar große Masse besitzt und dementsprechend kann man auch daraus schlussfolgern, dass die Sonne, die außen existiert, die es ja auch geben muss, wahrscheinlich leichter ist als die Erde. Denn dieses Phänomen gibt es auch in unserem Universum, dass die Sonne eines Planeten eine geringere Masse hat als der Planet an sich, was dazu führt, dass nicht die Erde an die Sonne gebunden ist, sondern dass die Sonne an die Erde gebunden ist. Weil die Erde dabei aber eine viel größere Masse besitzt als die Sonne, ist die Sonne aufgrund der großen Anziehungskraft immer an der Nordpolseite der Erde gebunden. Und jetzt nochmal kurz zurückdenken, was war am Nordpol? Genau, Enies Lobby. Und was würde das Ganze erklären? Da die Sonne immer am Nordpol sich befindet, die richtige Sonne, kann es bei Enies Lobby niemals dunkel werden. Denn selbst wenn es Nacht wird im Inneren der Erde, würde aus dem Äußeren der Erde die Sonne wieder hineinscheinen, wodurch Enies Lobby wieder hell werden würde. Was somit auch perfekt erklären würde, wieso es bei Enies Lobby immer so hell ist, auch wenn die uns bekannte Sonne untergeht. Auf der anderen Seite, auf der Seite des Südpols, wo sich ja im Inneren der Erde Roadster Island und der Eiskontinent befinden sollten, dort ist es natürlich, weil die Sonne dort nicht scheint und sehr weit weg ist, sehr kalt und sehr dunkel. Was somit auch den Eiskontinenten erklären würde, denn wir wissen beispielsweise auch von Don Junjaos Flashback, dass der Eiskontinent so unfassbar hart war, dass selbst Axtschläge oder Versuche mit Feuer das Eis schmelzen zu lassen, nicht erfolgreich waren. Und die Erklärung dafür könnte eben sein, dass das Eis an diesem Ort eben so unfassbar hart ist, weil die äußere, die richtige Sonne auf der komplett anderen Seite der Erde gebunden ist. Also was auch schon immer dort so kalt, dass extrem viel Eis entstanden ist, passend dazu gibt es den Eiskontinenten. Also wirklich ein ganzer Kontinent nur aus Eis, was bedeutet, dass es dort kalt sein muss. Und das Loch, der Ausgang zum Äußeren der Erde, der ist dann natürlich auch wie in The Hollow Earth zugefroren. Und wie ihr somit auch gemerkt haben solltet, sollte es auf der äußeren Seite der Erde eine helle Seite geben, dort wo die Sonne ist, und eine dunkle Seite geben, dort wo eben die Sonne nicht ist. Auf der dunklen Seite fehlt die Wärme, fehlt das Licht, und weil auch im Inneren der Erde ein Eiskontinent dort besteht, kann man auch davon ausgehen, dass sich auf dem Äußeren der Erde auch ein Eiskontinent dort befindet, auf der Südhalbkugel. Und was wäre, wenn Saint Nerona Imu der König war von dem Eiskontinenten auf der äußeren Seite der Erde? Denn es gibt auch in unserer echten Welt den Mythos von dem verlorenen Kontinenten Mu, und wie hat sich Imu auch vor Cobra vorgestellt? Auch mit dem Wort Mu. Er hat sich dabei mit 5 weiteren Planeten verbündet, und zwar erstmal mit Merkur, also Saint Toppin Rokuri, mit Venus, also Saint Ethan Baron Venus Judo, mit Mars, also Saint Marcus Mars, mit Jupiter, also mit Saint Shepherd Jupiter, und zuletzt mit Saturn, also Saint J. Garcia Saturn. Mit diesen 5 Planeten hat sich der König von dem verlorenen Kontinent Mu, also Saint Nerona Imu, verbündet, um gegen das antike Königreich zu kämpfen. Und dementsprechend gibt es auch die Raumanzüge bei den Tenryubito, weil egal ob im Inneren der Erde oder außerhalb, es gibt einen interstellaren Raum, einen Weltraum, was die Raumanzüge von den Tenryubito erklären würde, was somit auch perfekt zu dieser Theorie passt. Und weil wir uns auch schon dem Ende dieser Theorie nähern, kommen wir zu dem zurück, was am Anfang besprochen wurde, und zwar, wieso wurde der Sonnengott zum Sonnengott? Weil er die Sonne erschaffen hat. Jedoch gibt es noch 3 weitere Götter von dem Skypia-Flashback. Dort haben wir noch vom Erdgott, vom Regengott und vom Waldgott erfahren. Dabei gibt es auch die Kilifisch-Fünflinge, die ihr, denke ich mal, alle kennen solltet auf der Fischmenscheninsel. Diese heißen Ichika, Nika, Sanka, Yonka und Yonka 2. Und diese im Grunde genommen 4 Namen sind auch sehr wahrscheinlich die 4 Namen von den Göttern, die auf Shandora erklärt wurden damals im Flashback. Denn es gibt eben Nika als Name und Nika ist der Sonnengott.
Das heißt, die anderen drei Namen, die können wir auf die anderen drei Götter beziehen. Und was haben die anderen drei Götter getan, weswegen sie zu Göttern ernannt wurden? Man kann im Grunde genommen sagen, dass jemand Gott genannt werden könnte, der die Welt erschaffen hat, der Creator von der Welt ist. Und das wird auch perfekt dazu passen, dass der Sonnengott Nika die künstliche Sonne im Inneren der Erde erschaffen hat. Dabei ist das Innere der Erde auch die einzig bekannte Welt für die Leute, die im Inneren leben. Was bedeutet, dass der Sonnengott Nika so gesehen ein Teil davon war, von der Erschaffung der Welt, aus der Perspektive der Leute, die auch heutzutage im Inneren leben. Der Erdgott Yonka wurde zum Gott ernannt, weil er die Inseln und die Redline im Inneren erschaffen hat. Der Regengott Sanka hat das Wasser im Inneren erschaffen und der Waldgott Ichika, der hat das Leben und die Natur im Inneren erschaffen. Somit hätten die vier Götter in der Welt von One Piece auch jeweils vier Aufgaben gehabt, die den Grundbaustein des Lebens darstellen. Ichika das Leben und die Natur an sich, Nika die Sonne, Sanka das Wasser und Yonka den Lebensraum an sich, also Inseln bzw. ein fester Grund. Und die Götter der One Piece Welt, die gibt es auch heutzutage wieder, und zwar natürlich mit Ruffy als den Sonnengott Nika. Dann gibt es Yonka, der den Erdgott darstellt, der sehr wahrscheinlich Blackbeard bzw. Whitebeard ist. Dann gibt es noch den Regengott Sanka, der wird sehr wahrscheinlich entweder Dragon oder zum Beispiel Vivi sein. Und den Waldgott Ichika, und der wird sehr wahrscheinlich Im-Sama sein. Denn in Kapitel 1086 hat St. Marcus Mars Im-Sama als den Erschaffer betitelt. Damit ist sehr wahrscheinlich der Erschaffer des Lebens gemeint, denn wenn wir uns auch den Room of Flowers anschauen, dort wo Im-Sama anscheinend auch lebt, dort sehen wir sehr viel Natur, Wald und Leben, was perfekt zum Waldgott Ichika passt. Und damit wir einen Punkt hinter diese Theorie setzen können, kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Wo ist Lothtail? Lothtails Koordinaten sind klar, wenn man die vier Rohpointglyphen besitzt. Jedoch gehe ich nicht davon aus, dass man diese Insel auch einfach so erreichen wird, wenn man die Koordinaten kennt. Ich denke, wenn die Strohpiraten die Koordinaten haben, werden sie auf nichts treffen. Es wird dort keine Insel sein, es wird dort einfach nur Wasser sein. Jedoch müssen sie darauf kommen, dass sie zwar an der genau gleichen Koordinate, aber auf der anderen Seite der Welt suchen müssen, also nicht im Inneren der Erde, sondern auf der Außenseite. Und dort wird Lothtail sein, was somit auch erklärt, wieso niemand auf Lothtail war außer Roger und eben beispielsweise Joyboy, weil die Insel einfach ansonsten für niemanden erreichbar ist, der nicht weiß, dass es eine Außenseite von der Erde gibt. Ob es auch Leben oder Menschen gibt auf der Außenseite der Erde, kann ich nicht beurteilen, jedoch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Außenseite von der Erde schon längst von Im-Sama geflutet wurde und das Wasser, mit dem erst vor kurzem der Meeresspiegel der für uns bekannten One Piece Welt um 1 Meter gestiegen ist, das wird sehr wahrscheinlich durch das Loch von Innis Lobby in die Innenseite der Erde gekommen sein. Denn ansonsten wüsste ich nicht, woher man so viel Wasser auf einmal auftreiben sollte. Das Wasser muss sehr wahrscheinlich eben von der Außenseite kommen. Ansonsten wird es schwierig zu erklären, woher so viel Wasser auf einmal gekommen sein soll. Also Leute, das war's mit dieser Theorie. Vergesst natürlich nicht, auf den ersten Link in der Videobeschreibung zu klicken für den CyberGhost-Deal. CyberGhost schützt eure Daten beim Surfen und gibt euch für gerade mal 2,03 € vollen Zugriff auf blockierte Inhalte im Internet. Es ist komplett risikofrei, probiert's gerne aus. Der Link ist natürlich ganz oben in der Beschreibung. Also Leute, falls euch die Theorie gefallen haben sollte, lasst gerne Support da. Das würde mich sehr unterstützen. Und vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Bis dann und ciao.